Habe ich letztens gefeiert, da habe ich Pete's Meat geguckt. Mit der Fledermaus in dem, in der Lohe drin. In der Lo Immer im Kreis gefahren. Erde. Benutzen wir doch einfach die Schlucht hier als Mine, sozusagen, für Cobblestone und anderen Gedönse, was man hier vielleicht noch eventuell finden kann. Wenn man sich einfach nach unten buddelt. Ja, für mehr ist ja auch nicht gut. Kann nicht. Ist auch nicht so schön. Nee. Keine Mine direkt dran, ne? Vielleicht weiter unten, das kann sein. Da habe ich mich schon runtergebuddelt wie eine Irre. Wie so eine Hammerkranke. Können wir einfach mal weiter buddeln, mal gucken. Oh, wird sogar gerade dunkel. Nein! Bist du verrückt? Was? Kannst du nicht machen. Einfach dunkel werden lassen. Ich habe nur zwei Fackeln mit, verdammte Scheiße, wenn ich hier sterbe. Hier Ja, ist schon wieder wenn du Lava. stirbst, ne, dann bist du tot. Ja, so sieht das aus. Hier ist schon, blubbert schon wieder irgendwo Lava rum. Das ist doch Katjes. So, weg hier. Nee, warte, hier muss ich hoch, ne? Dip, 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 dip. Ah, das ist ja aber auch unsubtimal hier irgendwie. Schwert zücken? Wenn ich gleich schreie, dann weißt du, dass hier irgendwas war. Alles klar. Um Ecke Luke? Um Ecke Luke? Clean, clean, alles clean. Schnell zur Leiter laufen. Hoch. Und rein in mein Loch verschwinden. Gut, hier war nix. Hauptsache, die kriechen nicht mal irgendwann in meinem Keller rum, ey. Krieg aber. So, wir können uns schlafen legen, wenn du willst. Obwohl, jetzt Ich sind lieg ja so. schon. Ach so. Ja. Warten wir wieder. Es ist bestimmt schon so lange dunkel draußen gewesen, dass hier wieder die ganzen Viecher draußen rumkrepeln, wa? Naja, okay, geht. Scheiße. Och Mann. Machen wir so. Juti! Oh, jetzt habe ich keine Fackeln mehr, alles klar. Das ist natürlich ungünstig. Gut, das ist die zweite Etage. Nicht besonders schön, aber auch nicht. Und so. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich mit dem Erdgeschoss fertig bin. Das Haus, was ich hier hinbaue, ist ja auch nicht besonders hübsch.
Das kann man ja noch alles umbauen dann vielleicht mal irgendwann. Wenn das Geld gerade flüssig ist, weißt du, dann kannst du wieder dein Haus umbauen. Huch, jetzt ist er weg. Was? Oder? Hä? Was war das? Bin ich weg? Hä? Was war das für ein Ton? Moment. Ich kann mal gut sehen, dass ich bei dir rausgeflogen bin, aber ich bei mir nicht. Komisch. Schon mal gehabt bei Shopee. Verstehe ich nicht. Ja, das war's dann auch schon wieder mit meinem Cobblestone oder was? Jetzt habe ich hier natürlich diesen Kackstift mitten in der Bude sitzen. So. Klasse. Oh, und schon wieder kein Holz mehr. Das ist natürlich ungünstig. Ja, toll, wenn ich das genau dahin mache. Dann muss ich den Zaun da wieder wegnehmen. Und ich... Das... Da reicht. Muss. So, und da kommen dann Leitern ran und dann kannst du dann nach oben verstehen. Und hier kannst du dann dahin gehen, das ist wunderschön. Eigentlich total hässlich, aber egal. Warum ist die Katze jetzt in der Tüte drin? Ich weiß es nicht. Egal. Egal, 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 egal. Ich glaube, ich werde noch vielleicht 20 Stacks brauchen. Oh. Das ist natürlich unschön. Leitern, ich brauche Leitern. Drei Leitern. Toll. Nee. Neun. Sechs. Was denn jetzt? Ach, scheiße. So. Der Spitzboden, der braucht dann ja eigentlich... Ach, das ist doch schon wieder scheiße, das gefällt mir schon wieder nicht. Ah, naja gut, aber in 5 Minuten kriege ich jetzt eh nichts mehr fertig. Jo. Mich auch nicht. Dann laufen wir jetzt noch einmal schnell zu Martus rüber. Irgendwie sieht das komisch aus, aber egal. Vielleicht wird das ja noch, wenn ich da noch ein bisschen was dran rumbaue. Das ist ja alles noch im Anfang. Yoshi! Na, bei mir kommt noch einiges hin. So. Warum ich eigentlich immer um den Wald rum laufe, will ich gerne mal wissen, wenn ich genau durchlaufen könnte. Boah, ne? Hui! Wollen Rose kaufen? Nee, ich hab schon. Bitteschön. Siehst du, ich hab schon. So, ich flaniere hier mal die Treppe hoch. Zum Glück kein bisschen. Ich mit meiner kleinen Bruchbude da, weißt du? Ja, ich will mal was Größeres bauen. Hey! Ui! Ich hab. Ah, jetzt bin ich im Loch! Mach das mal zu, das ist ja lebensgefährlich. Nö.
Außerdem schwebt dein Haus ja halb in der Luft. Das wird noch. Ah ja, das sagen sie alle. Und dann sind sie pleite und dann passiert dahin, überhaupt nichts mehr. Das wird auch noch mehr. Was. Dann stehen hier überall Ruinen, weißt du, Ruinen. Angefangen. Ich brauche erst das Material, um etwas machen zu können. Ja, das ist wohl wahr. Das Haus könnte so schon noch so seine 20... Und du wunderst dich, dass es hier stinkt, wenn du das hier liegen lässt. Wenn du es fallen lässt? Hilfe! Nicht in die Lava schubsen. Nee. Ich gehe ja schon wieder. Das ist ein Gastgeber, ist das. Also ist unfassbar. Bin ich jetzt in die richtige Richtung gelaufen? Hm. Scheiße. Ja, das Haus ist da hinten. Du musst nur in die Richtung weiter abbiegen. Ja, weiter nach rechts, links. Rechts ist Wasser, wollte ich sagen. Stirb, Kuh! Schlucht, oh Gott. Gerade so rübergesprungen. Alter, willst du mich verarschen? Boah, Alter, hier ist ein Zombie, geh weg. Ah, ich komme hier nicht raus. Verschissener Baum, geh weg, lass mich in Ruhe. Ah, Kacke. Jetzt hab ich ein Ei in der Hand. Ja. Da ist mein Würfelhaus. So, und somit haben wir die Aufnahme wieder hinter uns gebracht und haben ein Ei in der Hand und gleich ein Huhn im Haus, aber haben wir doch nicht, egal, aber Rührei. Gut. Jo. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und so und überhaupt. Jo, ciao. Tschüss.